So, jetzt wo sich ja so langsam der Sommer dem Ende neigt, neigen sich ja auch meine Bohnen dem Ende zu. Ich habe mir was Neues gekauft. Und das zeige ich Ihnen gleich nach dem Vorspann. Extra für Bohnen habe ich immer gesucht. Ich wusste nur nie, wie das Ding heißt. Jetzt habe ich durch einen dummen Zufall erfahren, wie dieses Teil heißt. Und habe es mir natürlich gleich besorgt. Gleich nach dem Vorspann geht es um Bohnen. Ist ein relativ kurzes Video, aber das muss ich Ihnen unbedingt zeigen. Also bis gleich nach dem Vorspann. Wieder erstaunt, was das für Küchengeräte gibt, um Lebensmittel wie Bohnen haltbar zu machen. Ich habe immer zu Flo gesagt, ich möchte meine Schnippelbohnen machen. Kennen Sie die so fein geraspelt? So ganz fein hintereinander weg. Ich habe mir überlegt, wie kriegen die das hin? Gut, wahrscheinlich in der Fabrik hast du da große Schnittstellen, aber irgendwie muss man das ja auch selber hinkriegen. Geht. Hier. Da ist er. Ein Schnittbohnenbereiter. Klemmt man einfach an den Tisch, Bohne oben rein und fertig. Ich mach das mal. Das ist total spannend. So, schon fest. Mal so eine kleine Schraubzwinge da unten. So, und dann geht das los. Nehme ich mir hier meine Bohnen. Da mache ich übrigens oben und unten nur ab. Und dann hier rein. Und schon geht's los. Feinste Schnippelbohnen. Das kann ich jetzt hier mit allen Bohnen machen. Was ein bisschen doof ist bei diesem Tisch, der hat keine vernünftige gerade Kante. Darum habe ich mir das Brettchen genommen. Aber das ist auch nicht weiter tragisch, weil der Bohnenschnippler hier, wie Sie sehen, der holt sich ja die Bohne selber. Zack. So. Und so kriege ich meine geschnippelten Bohnen. Was das alles gibt, ne? So. Und dann kann ich diese Böhnchen auch nachher einkochen oder sogar einfrieren, ganz wie ich das möchte. Ich habe den Teller übrigens da untergestellt, damit das da reinfällt. Aber Sie sehen ja, hat nicht so ganz den Sinn ergeben. Also kann ich auch, weil ich ja eh das Brett habe. Hier, Metabohne. Geht auch. Die sind nur ein bisschen weicher als Bohne. Da muss man ein bisschen nachschieben. Aber egal, es funktioniert trotzdem, nicht? Total witzige Geschichte. Ja, und dann ist vor allen Dingen entspanntes Arbeiten. Man sitzt hier einfach und bei der ist das Problem, die ist ein bisschen dicker. Da ist der Schacht hier oben für so dicke Bohnen einfach ein bisschen zu klein. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass das ein bisschen größer ist, aber mit ein bisschen Druck funktioniert das auch. Und dann kommt hier die nächste hinterher. Fertig. Schnippelbohnen. Jetzt mache ich das mal ganz in Ruhe fertig. Dann waschen wir die, blanchieren die einmal und dann können wir die einkochen. Das sind nämlich hier so unsere restlichen Bohnen von diesem Jahr. Wir haben ja echt wieder, sagen wir mal, echt eine gute Ernte gehabt. Aber irgendwann ist ja dann auch mal zu Ende. Und ich habe jetzt zu Flo gesagt, jetzt machen wir, wenn wir schon so ein Ding besorgen, oder ich, das habe ich nämlich gefunden,
im Internet. Gut, ich habe jetzt auch eingegeben, Schnippelbohnenbereiter. Ich weiß nicht, ob das Ding so heißt, aber ich fand's gut. Ja, jetzt kann ich mir das schön fertig machen. Und Sie warten an, bis ich gleich fertig bin. Dann sehen wir uns wieder. Wenn wir die Bohnen kurz blanchieren. Und dann in Gläser verfrachten. Bis gleich. So, mein Wässerchen kocht. Jetzt geht's ans Blanchieren der Bohnen. Mache ich aus dem einfachen Grund, weil ich möchte nur 4 von diesen Gläsern. Und erstens ist das ganz gut für die Bohnen. Zweitens sind die dann etwas weicher, sodass ich dann noch mehr Bohnen in die Gläser bekomme. Also eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ja, wie funktioniert Blanchieren? Eigentlich jetzt ganz einfach. Ich koche das Ganze jetzt einmal auf. Und dann kommen sie hier drüben in die Wanne, ins kalte Wasser. Und danach gleich hier rein. Ja, und dann heißt es nur noch Wasser drauf. Und ab in den Einkochautomat. Also eine eigentlich ganz einfache Geschichte, ne? Viele haben unter meinem Bohnenvideo, was ich schon gemacht habe, drunter geschrieben, man soll die Bohnen immer blanchieren. Kann man, muss man nicht. Ich mache es jetzt halt mit den geschnippelten gerne, aber mit den normalen mache ich das nicht. Also die kommen ins Glas, werden 2 Stunden eingekocht, Schlückchen Salz vorher noch mit rein und fertig. So, jetzt sieht man schon, wie diese Schnippelbohnen eine schöne grüne Farbe kriegen. Und dann sind wir auch schon gleich soweit. Dann geht es jetzt gleich ins kalte Bad. Eigentlich sagt man Eisbad. Hab ich jetzt hier nicht. Wir haben Sommer. Wenn ich da jetzt Eis reinschmeiße, bringt mir doch auch nicht viel. Also haben wir richtig schönes kaltes Wasser genommen. Das reicht auch. So, nun geht's los. Zack. So, einmal ein bisschen durchrühren. Dass denen allen schön kalt wird. Haben Sie eigentlich dieses Jahr auch so eine Probleme mit Mücken? Also bei uns ist dieses Jahr einfach nicht mehr feierlich. So. Ich habe früher bei meiner Oma immer gesagt, Oma hat immer gesagt, das sind Schnittbohnen. Bei mir waren es immer Schnippelbohnen. So heißen sie auch heute noch. Das sehen Sie ja sogar an der Überschrift des Videos. Schnippelbohnen. Wie gesagt, alles was man so aus der Kindheit über hat, übernimmt man, oder? Darum auch diese Sachen so, die ich jetzt so von Oma und Opa gelernt habe. Ist mir wichtig. Ist mir wichtig, das aufzuheben, weiterzuführen, weil irgendwie waren Oma und Opa für mich immer ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und sind sie heute noch. Auch wenn sie nicht mehr da sind, aber da sind sie drin. So, das war's jetzt. Meine Böhnchen sind im kalten Wasser. Jetzt können wir den ausmachen. Ah, wunderbar. Jetzt hole ich mir schnell ein Sieb, gieße die Bohnen ab, dann gehen sie ins Glas. Also, bis gleich. Meine kalten Böhnchen können jetzt hier so richtig schön hinein. Ich habe mir dazu Handschuhe angezogen, weil ich kenne mich ja. Ich habe ja nachher überall die Bohnen hängen und bei den Handschuhen ist das immer ganz gut. Da bleibt dann nicht so viel hängen. So, immer so unter dem Rand 2 cm Platz ruhig lassen, dass wir genug Platz nach oben haben, sprich, dass uns die
Bohnen auch nicht. Mal zwischendurch oben aus dem Glas gucken. Ne? Abstand halten, kennen wir ja alle noch. So, wie gesagt, wie das Ganze jetzt weitergeht mit Einkochen, das brauche ich Ihnen jetzt nicht zeigen, das brauche ich Ihnen auch nicht erklären, weil dazu gibt es, wie gesagt, das Hauptbohnen-Einkoch-Video. Das kann ich Ihnen nochmal oben in der Infobox verlinken. Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Sonntag. Bleiben Sie mir treu. War eigentlich als Kurzvideo geplant, ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber gut. Damit können wir leben, oder? Also wie gesagt, Ihnen einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Treu bleiben und wenn Ihnen das Video gefallen hat, Daumen nach oben, das kennen Sie ja langsam. Ruhig einen Kommentar unterschreiben, wie Sie das vielleicht machen. Vielleicht machen Sie es ja anders. Aber im Endeffekt ist es ja egal, wie man es macht. Hauptsache, man kommt ans Ziel. Also, bis nächste Woche Sonntag.